Egal. Taktischer Treffer. Es war so klar. Ich hätte den taktischen Treffer nochmal machen sollen. Es war so klar, dass das passiert. Oh. Selbst wenn du nicht komplett den Analogstick nach links oder rechts schiebst, ist komplett egal. Du kannst... Hast nur maximalen, also maximale Turning bei dem Ding. Könnte ich auch WASD verwenden. Wie bin ich hier am ersten Mal durchgekommen, Alter? Das ist ja komplette Kotze einfach nur. Okay, den Endpart nochmal trainieren. Boah, ist das Kotze, ne Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ein bisschen schüchtern. Ein bisschen schüchtern, sagt der feine Herr. Riesentornado, Wände, Sachen, die von oben runterfallen, Steine, Holz, Tod, Verderben. Ja, schüchtern. Das trifft's am besten. Das war Spaß. Let's do it again. Versuch Nummer 5. 10 oder so. Wir haben alle Löcher gestopft. Wir müssen hier nur noch in aller Ruhe durch. Also Leute, schön gepflegt und geordnet. Und nicht vergessen, taktische Treffer, um uns Zeit zur Ausrichtung zu geben. Weil ansonsten ist das hier total garbage. Stille. Gibt's von meiner Seite dazu noch. Okay. Alles okay, alles okay. Wir nehmen die 100er Münze. Straight nach unten. Ausrichtung. Taktischer Treffer. Gut. Alles okay, taktischer Treffer, taktischer Treffer.
Erst nach unten, dann hart nach oben. Das ist so ein Witz. Es ist so Kotze einfach nur. Dieses Schiff hat keine Manövrierfähigkeit. Alter. Alter. Drei. Dieser Wirbelsturm ist so kotze einfach nur gelöst. An all diejenigen, die das hier auf YouTube sehen, zeigt mir, dass ihr euch dieser Fahrt ergötzt habt und kommentiert Hashtag was ein Hurensohnstrudel in den Kommentaren. Warte, ich glaube Hurensohn wird rausgekeyt bei den YouTube-Kommentaren. Schreibt einfach Huso Strudel. Hashtag Huso Strudel. Das ist doch ein toller Hashtag, oder? Denke ich mir auch. Wenn der tolle Preis kein Ding ist, was ich für 100% brauche, sondern irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Münzen oder 1.000 Münzen, ne? Da wird aber wieder ein japanisches Dorf geblutopfert. Sorry, nicht japanisches Dorf, chinesisches Dorf. Das geht nur mit chinesischen Dörfern. Du willst hier raus? So am I. I have gained knowledge. I can hit the boat to readjust myself. Ich wusste nicht mal, dass der Hammer überhaupt funktioniert. Das ist sehr hilfreich zu wissen. Das wird mir dem Strudel aber trotzdem nicht helfen. Und schauen, wie ich es verwende. Bombe kotzt übers Boot, nicht ins Boot. Da wäre ich schon vorbeigefahren. Sachte. Haben alle. Okay, hier an meiner Haststelle. Bis zum Ende volle Konzentration. Egal. Das waren alle.
Nur jemand, der mit allen Wassern gewaschen ist, kann alle Münzen schnappen. Ich muss schon sagen, du bist eine echte Wasserratte, Mario. Zur Feier des Tages schicke ich einen Pokal für dich zum Museum. Okay. I'm going to accept this. Es ist etwas Einzigartiges für 100%. Aber holy fuck, Alter. Was eine Wurze. Deutsche Bahn informiert. Im Miku-Museum kannst du deinen neuesten Pokal bestaunen. Münzmatrose. Schön. Karte. Uns fehlen noch Toad und Minischätze. Oh, Fragezeichenblöcke fehlen viel. Ich glaube, das werden wir alles ein andermal machen. Ich werde da immer noch Crepier Canyon lesen. Und so falsch ist die Aussage auch nicht. Olivia ist krepiert. We should take this as an absolute success. Beyond everything until now. One of our followers died. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich absoluter Success. Ihr wollt mich nicht als Freund haben. Gebt mir ein Messer und ich sage euch, wenn ich die Möglichkeit habe, steche ich es euch in den Rücken. Also gut, Onkel M. Sollen wir direkt zum Hafen gehen? I don't know. Ich mache jetzt erstmal Einkaufs... Entsorgen. Entsorgen. Eisenstiefel, Glitzereisenstiefel, Glitzerstiefel. Normale Stiefel. Hammer, Glitzerhammer, Glitzerwurfhammer. Gibt's auch normale Hammer? Normale Wurfhammer? Ich will ja nicht gleich immer unbedingt das Beste an den Gegner verprandeln. Nein, sieht aus, als gäbe es nur Glitzerhammer. Man darf immer nur einen mit sich nehmen. Okay. Doch, dann haben wir drei. Mindestens 2. Diese 3 ist rot. Du hast keinen Platz. Was? Okay, man kann nur 3 Blöcke mit sich bringen. Er enthält eine exklusive Belohnung verdient. Und zwar die neue... Deine neue Rabattkarte. Ein besonderer Bonus für unsere bestbetuchtesten Beehrer. Rabattkarte gewährt im Laden... Feine 20% auf Item und Ausrüstung. Mit meiner goldenen Karte! Wenn du immer fleißig bei uns einkaufst, erhöhen wir deinen Rabatt sogar noch weiter. You know, that is not how capitalism works. Oh.
Ich darf nur zwei Sachen davon ausgewählt haben. Okay. Naja, das erste und das zweite sind ja actually sogar sinnvolle Sachen. Rabatt und Schnipsel weiter aufheben. Das ist halt nur Deko. So schade es auch klingt. Warum dachte ich, dass das hier der Stand ist zum Kaufen von Artefakten, Souvenirs? Was ist mit meinem Kopf los? Hi. Uhr. Hi. Silberzeit plus und ein was? Ein Teamwork-Tabulurin? Tamburin. Erhöht die Angriffskraft aller Teammitglieder leicht. Was weiß das Spiel, was ich nicht weiß? Egal, ich nehme natürlich beides. Gibt dir viel mehr Zeit, mit Gegnern im Kampf anzuordnen. Also die Preise sind schon happig. Ist ganz okay. Ja, man darf nur eins auswählen. Unbedingt daran denken, bevor wir wirklich was kaufen gehen, die Karte vorher ausrüsten. Werde ich daran denken? Vielleicht, ich bin sehr geizig. Also das ist tatsächlich eine Sache, an die ich mich erinnern könnte. Ja, so nach da oben kommen wir immer noch nicht. Also wäre der einzige Platz, wo wir irgendwo hingehen könnten. Fällt euch was auf, was hier fehlt? Zum Beispiel... Hm. Wenn du mir jetzt sagst, ich komme da so... Stimmt, da war die eine einzige Sache, für die wir Olivia tatsächlich brauchen. Ja, wieder eröffnet. Darf ich dir etwas bringen? Ich hätte gern ein Käffchen. Übrigens, falls ihr mitgerechnet habt, wir haben gerade ungefähr 20.000 Münzen ausgegeben. Fast. Ich gebe euch einen Tipp, wir sind immer noch im fünfstelligen Bereich. Ihr seht nicht, wie viel Geld genau wir haben, weil ich immer im Weg sitze, aber... We have still a metric ton of money. Der Hafen. Ein Boot. Ah, Mario, du bist. Erinnerst du dich an mich? Du hast mich vor einer Weile auf der Herbsthöhe aus einer ziemlichen Klemme befreit. Also, wollen wir den Motor hießen und zu weiten Ozean hinaufbrechen? Nein, das klingt falsch. Ja, hieß mal den Motor, bitte. Jetzt nehmen wir den Motor und hängen ihn an so eine Linie ran. Ich möchte anmerken, wir hätten, seit wir die Herbsthöhe abgeschlossen haben, hätten wir da reingekonnt. Also direkt nach dem roten Band. Der weite Ozean. Ja, 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 doch, ist weit. Und jetzt? Noch so eine Luftschlange. Die sind ja wirklich überall. Vielen Dank, dass du mich zum weiten Ozean gebracht hast, Onkel M. Ich habe einen Plan, wie wir Tantchen retten können. Aber hierfür brauchen wir ein spezielles Item. Und das finden wir auf dem Luxuskreuzer MS Peach. Der sollte irgendwo auf dem Meer schwimmen. Zumindest hoffe ich das. Was? Wir suchen einen... Moment. Wir gehen jetzt also ohne Karte, ohne Kompass, ohne irgendwas aufs weite Meer hinaus und suchen ein Kreuzschiff. Jedenfalls können wir mit dem Item das Tantchen schneller retten, als du Schnipsel-Schächtelchen sagen kannst.
Ich fahr mit meinem Boot. Oh nö, ich seh Minigame. Wenn wir geradeaus losschippern, sollten wir auf ein riesiges Schiff stoßen. Die MS Peach. Geradeaus, alles klar, pass auf. Ich drücke jetzt nach vorne. Und jetzt mache ich nichts anderes mehr. Geradeaus scheint ein Problem zu sein. Naja, ich habe vielleicht ganz kleines bisschen nach rechts gehauen. Aber tatsächlich, geradeaus ist Kreuzer. Das ist die Onkel, die MS Peach. Was haben wir noch so? Fische. Maschinenstopp. So ein Nebel habe ich ja noch nie gesehen. Da sehe ich ja nicht mal die Nase, wenn ich eine hätte. In dieser Suppe werden wir uns nur verfahren. Wir müssen beidrehen, ehe wir noch im Klabautermanns Küche kommen. Da bricht mir doch einer den Mast, wenn wir nur eine Seekarte hätten. Damit könnten wir sogar durch diesen Dunst hier navigieren. Sag mal, wo wir gerade beim Thema Karten sind, kennt ihr die Legende von Captain Toad? Es soll einst ein Toad gegeben haben, der unter den Wellen, der sich unter den Wellen bewegt und besitzt sogar eine mysteriöse Seekarte war. Aber das sind sicher nur alte Geschichten oder ein anderer Paper Mario Teil. Wenn sie nur wahr wäre, eine solche Seekarte wird uns sicher durch den Nebel helfen. Oh. Das ist die etwas andere Art der Levelbegrenzung, meine Damen und Herren. Oh, das Papierknäuel kommt aus Atlantis. Isn't that awesome? Yo, dude, actually, that's fucking awesome. Kommen wir in eine Unterwasserstadt? Was hat dieses Spiel alles zu bieten? Brauchen Sie Hilfe? Unfassbar, dieser Nebel. Man kommt nicht vorwärts. Denn wo ist vorwärts? Willst du nicht zurück aufs Land? Willst du auf der Insel bleiben? Beim Klabautermann, das ist ja richtiger Slang hier. Da tut ja richtig die Suppe, Junge. Mein ganzer Küchenspeck hat noch nie so einen Jam gehabt. Bombe, halt mal die Klappe. Ah. Okay. 6 Steinchen. 4 mit Gras. 2 ohne. Wir merken uns das. Also die Musik ist auf jeden Fall jamming. Moin Dame, lange nicht gesehen. How are you doing, my darling? Mit dem letzten Angriffsab, was wir hatten. Meint ihr, das reicht schon, um die Bluebird zu instant killen? Wie gesagt, wir hätten hier eigentlich schon hergekonnt, bevor wir eigentlich das Kapitel gerade eben abgeschlossen haben. Von daher einfach mal einen exzellenten Hammer drauf und wir stellen fest, dass sie mehr als 21 KP haben. Okay. Dann mach ich erstmal euch weg, weil ihr seid aggro. Na, Hobbit? Wie geht's? Ist schon länger her, dass du da warst. Bodychecke.
Hast gerade das Japano-Gebiet verpasst. Haben wir gerade abgeschlossen. War bisher das geilste Gebiet, was ich je in einem Paper Mario gesehen habe. Hat halt alles sehr japanisch gehalten gehabt. Und es hieß sogar Shogunland. War ziemlich nice. Aber da will ich jetzt nicht sagen. Und bei dir so? Mir geht's super. Also, ich habe derzeit sehr viel Zeit, die ganzen Sachen zu machen, die ich schon länger mal machen wollte. Unter anderem die ganzen Games nachholen, die auf meiner Liste stehen. So, that's exactly what I'm doing. Und Paper Mario war mit eines der Games, die am weitesten oben auf meiner Liste standen. Und ich glaube, da geht's nicht zurück. Das ist einfach nur Levelgrenze. Wir sind... Nun ja, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Wir hätten hierher quasi schon vor dem Kapitel sein... Also wir hätten hierher schon gekonnt, nachdem wir das erste Kapitel abgeschlossen haben. Wir sind dann aber quasi zum Shogunland gegangen, was, glaube ich, offiziell das zweite Kapitel ist. Fragezeichen. Auf jeden Fall ist das hier jetzt wahrscheinlich das dritte Kapitel oder es ist alternativ Kapitel 2. Übrigens, ich möchte mich berichtigen, das Band kommt nicht aus Atlantis. Man sieht, wie es hier ins Wasser reingeht. Und dann kommt es hier auf der anderen Seite wieder raus irgendwo und führt dann in den Nebel. Also ist der Ursprung von dem Band wahrscheinlich in dem Nebel drinne. Und die Karte für das ganze Bandzeugkram kriegen wir wahrscheinlich auf dem Luxuskreuzer MS Peach. Übrigens ein kleiner Insider in dem Spiel, was ich jetzt schon herausgefunden habe. Ich habe mir im Shogunland eine VIP Gold Card gekauft und seitdem jedes Mal, wenn ich den Promi-Bonus ziehe, komme ich hindurch. Mit meiner goldenen Karte! Sorry, das wird noch häufiger im Spiel vorkommen. Ah, da ist es ja. Das berühmte Kreuzfahrtschiff, die MS Peach. I have never heard of it. It looks like a fucking mess. Sie ist erst neulich wieder in See gestochen. Warum dümpelt sie denn hier rum? Der Schlüssel zur Rettung von Tantchen ist auf diesem Schiff. Wir müssen in die VIP-Kabine im Oberdeck. Gleich im Schiffsfoyer ist ein Aufzug. Da sollten wir hin. Ja, unsere Begleiterin, Olivia oder Olga oder wie auch immer, das kleine gelbe Ding, wurde vor ungefähr einer halben Stunde von einem riesigen 7-Tonnen-Felsbrocken erschlagen. Unglücklicherweise ist sie nicht tot. Deswegen haben wir uns entschieden, aus der Wüste zurückzugehen und gehen jetzt auf ein Kreuzfahrtschiff, in der Hoffnung, dass in der Zwischenzeit, wo wir nicht bei ihr sind, sie mittlerweile erstickt, weil immerhin ist ein 10-Tonnen fucking Stein auf ihrem Körper drauf. So, hopefully, she's dead when we're back. If not, I would be pretty sad. MS Peach, Schiffsfoyer. Dieses Loch habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das gehört zur Deko. Wollt ihr mich angreifen? Ah, mein letztes Power-Up hat mich so stark gemacht, dass ich die mittlerweile schon insta-killen kann. Okay. That's pretty spicy. Diese Kiste ist kaputt machbar. 100 Euro. Ja, in diesem Spiel ist Geld nicht wirklich was wert. Es ist extreme Inflation im Pilzkönigreich. Ich habe Unmassen von Geld und sämtliche Items kosten auch Unmassen von Münzen. Also, es ist ein bisschen ausgebalanced, aber es ist Trash. Es ist so fucking bro. Oh, ist es der verlorene Schatz Nummer 3? Nein, es ist Nummer 54. Ein weiterer Grund zu sterben. Scheiße. Werde ich jemals Schatz Nummer 3 finden? Probably not. But hey. Life is pain and so is suffering. Wir gehen erstmal nach oben. Weil in Schiffsfoyer sollen wir ja reingehen. Übrigens, dieses Schiff strahlt quasi Prinzessin Peach aus. Und ich hasse es. Und damit meine ich, eigentlich liebe ich es. Pink ist eine coole Farbe. Vielleicht nicht unbedingt meine Number One Color, aber es ist eine coole Farbe. Ist es der verlorene Schatz Nummer 3? That is very good. Wir sind jetzt nochmal stärker geworden und das ist das erste Mal, dass wir einen Feuerbruder sehen.
Ich habe auch nicht gedacht, dass ich den one-hitten kann, aber trotzdem. Wie viel macht ein normaler Jump-Angriff jetzt? Bisher hat ein Jump-Angriff, ich glaube, 17 gemacht. Jetzt dürfte er 19 machen, wenn ich mich nicht täusche. 18. Naja, fast. Still, das ist mehr als genug, um sehr viele Sachen komplett auszulöschen. Okay, Bobby hat Bock und killt den Gegner einfach instant. Wenn Bobby mehrfach angreifen könnte, wäre das brillant. 516. Hm, 4 zu viel. Zumindest passen unsere Schnipsel zur Farbe von dem Schiff. Ich finde es auch schön, dass die Musik jedes Mal im Gebiet anders ist. Das war bei Paper Mario die Legende vom Ionentor nicht der Fall. Glitzereisenstiefel dürften aber ausreichen für euch, oder? Die dürften jetzt 27 machen oder so? 29, naja. Okay, ihr habt 30 HP. Habe ich gerade so heraus... Oh, Bobby. Habe ich gerade so herausgefunden. Es steht leider nie irgendwo da, wie viel Schaden man gerade macht oder wie viel Leben die Gegner haben. Das ist immer so ein bisschen Trial and Error. Muss man halt ganz ehrlich zugeben. Geschmackssache, ich mag's nicht. Ich habe in Paper Mario 2 wirklich sehr genossen, herauszufinden, wie viel Leben und Verteidigung die einzelnen Sachen haben. Und meine Diagnose lautet, everyone is fucking dead. Wow, sieht ja noch schlimmer aus, als ich es in Erinnerung hatte. Du fragst dich sicher, warum das ganze Schiff so lädiert ist. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir später mal. In Ordnung? Lass mich raten, du bist in Wahrheit Pirat. Die Bombe haben wir irgendwann mal aufgepickt und seitdem hat sie ihre Erinnerung verloren und mit Abschluss des Shogunlandes hat sie ihre Erinnerung wieder. Hat aber bisher noch nicht viel davon preisgegeben. Schnell in den Aufzug dort hinten und auf zur VIP-Kabine. Ich habe kein gutes Gefühl. Lasst uns Wetten abschließen. Was wird kommen? Geister? Weiß nicht. Buhus haben wir bisher noch nicht gesehen. Es wird wahrscheinlich Buhus in diesem Spiel geben. Allerdings wird ein Geisterschiff, ja doch. Aber eigentlich gibt es immer eher die Ghost Mansion. Wow. Jetzt hör mal, also echt, du kannst doch nicht einfach so losschreien. Meine armen Nerven. Der geht gleich hoch. Ich glaube, der Tod gehört zur Schiffscrew. Gönnen wir ihm eine Ruhepause. Ruhe dich aus! Ruhe, schneller! Total weg. Ja, he's probably dead. Finally. Lasst uns ein Pilzomelett daraus machen. Die MS Peach. Da werden viele Erinnerungen gemacht. Es war immer so lustig auf diesem Schiff. Sonnenschein, Salz in der Brise, unendlicher Horizont. Und meine besten Freunde. Tut mir leid, Onkel M. Jetzt ist nicht die Zeit, in Erinnerung zu verlieren. Olivia braucht uns. Also los. No, she's fucking dead, idiot. Ich habe euch schon gesehen, aber... Nein. Ich frage mich, was es mit der Bombe auf sich hat. Die hat Geheimnisse und die will ich wissen. Darf ich einmal oder zweimal schieben? Ist egal, wir machen.
Yeah, my brain is limited. Ah, natürlich. Ich denke mal, wieder zu kompliziert. I'm an idiot. Ich muss sagen, die Kampfmusik im Shogun-Land hat mir weitaus besser gefallen als das hier. Ihr bekommt einen Glitzerhammer. Weil ich es will. Ach, das war eine Scharen-Fight, das habe ich gar nicht mitbekommen. Tja. Ja. Nein. Ah, da ist er doch. Ja, mein Gehirn ist schon wieder hart dabei abzufailen. Wir streamen jetzt auch schon wieder seit fast 4,5 Stunden. Und ich hatte heute einen langen Tag vor mir. Für normal schlafe ich den ganzen Tag nur. Doesn't work anymore. ...28 macht ihn voll aufgeladen noch. Wir bekommen fast 1000 Münzen dafür. Inflationswährung. Ich muss übrigens mehr darauf achten, wo versteckte Fragezeichenblöcke sein könnten. Meine Overall-Statistik sagt, dass ich die sehr oft verpasse. Dafür finde ich die Löcher fast immer. Wo gehst du denn hin, Onkel N? Der Aufzug zur VIP-Kabine ist doch genau in der anderen Richtung. Watch me, not giving a single fuck, Idiot. Wenn ich dahin gehen will, dann gehe ich dahin. Meeresblick-Lounge, zur blauen Aussicht. Lass mich raten, wenn ich versuche da durchzugehen, wird die Bombe reden und ich darf da nicht durch. Nein, ich darf durch. Überraschend. Ich habe jetzt gedacht, Bombe sagt nein. Nimm den linearen Weg. Wow, diesen Raum hat es ja besonders übel erwischt. Hier war es immer so schön, man konnte durch die Fenster das ganze Meer sehen. Also fast. Ich habe gedacht, ich werde jetzt gezwungen, das ganze linear zu machen. Muss ich ehrlich zugeben. Hi. Scharenschlacht. Auf die Fresse, Junge. Das heißt für mich noch mehr Geld. Habe ich zwei Züge? Danke. Ich habe mich gerade gefragt, so ein Faltkreis wäre jetzt echt praktisch. Guess what, Idiot? Wir können keine Faltkreise verwenden. Auch wenn ich mich sehr darüber freue, dass Olivia eventuell gestorben sein könnte, ohne sie können wir natürlich die ganzen Fähigkeiten nicht verwenden. Which is indeed a small problem. Übrigens, da ich den Kampf gar nicht vergessen habe, dass die Dinger zu viel Leben haben. Get pwned, Idiots. Nice. Der Powerblock ist übrigens absolut overpowered. Das ist echt nicht lustig. Ja, doch, hat ein Powerblock und ein Sprung hat bei den anderen ja auch gereicht. Powerblock ist mit Abstand das überpowerste Item ever, deswegen kann man auch nur drei davon mitnehmen. Aha. Ja. Dieses Scam ist übrigens pay to win.
gerade gesagt, dass die Powerblöcke overpowered sind. Well, guess what? We get another one. Ja, komm, wir nehmen die Glitzereisenstiefel, die müssen weg. Die gehen wahrscheinlich bald kaputt. Wie viel Geld haben wir investiert gerade eben? 550 irgendwas. Mal gucken, wie viel Geld wir rausbekommen. 900. Immer noch Profit. Könnte das ein Toad sein? Nein, am besten wir lassen ihn einfach genau da. Aber trotzdem, es würde mich schon ein bisschen interessieren, was mit diesem Schiff passiert ist. Wurde es überfallen? Wenn ja, dann von Schergen oder von Piraten? Irgendwas ist mit voller Wucht gegen das Schifffenster geschlagen. Etwas Großes. Das war so furchtbar. Gibt's wieder Blooper? Gibt's wieder Hentai-Tentakel? Oh, das wäre toll. Wo gehst du hin, Onkel M? Zum Auf... Ja. Ich habe das Gefühl, ich komme sowieso nicht zurück. Außerdem, hier ist ein Speicherpunkt und da geht's in eine Richtung. So, ich habe irgendwie das Gefühl, da ist ein Boss. Wahrscheinlich, Achtung, ich sage ein großer Plooper. Das ist doch, die VIP-Kabine ist in die andere Richtung. Bombe, mittlerweile kann ich gar nicht mehr umdrehen. Ein Colorhammer. Okay, es gibt Hammer, Blitzerhammer, Colorhammer. Ein extrem starker und schicker Hammer. Äußerst mächtig. Die Brücke. Sie sind hier. Okay. Ich durfte nicht mal angreifen, weil es eine Sequenz war. Danke, Spiel. Für nichts. Nein. Ja. Und gehen die Stiefel jetzt endlich kaputt? Ich sage ja, weil ich glaube, das dürfte das vierte Mal sein jetzt. Nein! Okay, dann habe ich mich vertan. Dann halten die Eisenstiefel genau noch einen aus. Warum existierte dieser Gegner? Maschinenraum. Ich gehe jetzt erstmal dann doch dahin, wo wir hin sollen, weil ich habe das Gefühl, wir greifen gerade etwas voraus. Ich bin in irgendwas reingetreten. Ah, nur ein Tod aus der Schiffscrew. Ich habe gedacht, ich kann gar nicht nach unten sehen. Der ist ja völlig weggetreten. Nee, er ist zertreten, du Vollspast. Die ganzen Toads müssen einen ziemlichen Schock erlitten haben. Endlich da, wo sie hingehören. Unter meinen Füßen. Wo gehst du hin, Onkel M? Halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse. Wir sind doch jetzt in der VIP-Kabine. Onkel, Onkel, ich bin eine Bonbon, kein Bonbon. Same thing for me. Aber das heißt, es winkt jetzt auf der VIP-Ebene. Weißt du, kommt runter, direkt Schlafmodus. Hey, listen. I listen.